Da beginnt das Verkaufen. Und da vermischt sich halt Marketing, Unternehmertum und Verkaufen. Das wird eine Masse. Wir haben drei große Bereiche. Der erste Bereich, das ist schwarz. Schwarz nenne ich das. Das ist jemand, der dich nicht kennt. Und die meisten Menschen denken, ich muss aus Schwarzen Weiße machen. Der Weiße ist dein Kunde. Was die hohe Kunst des Verkaufens ist, ist, dass du erkennst, dazwischen gibt es noch Grau. Und der Graue ist der Interessent. Der kennt dich gar nicht, der Schwarze. Das Bild ist, glaube ich, jedem klar. Jeder denkt, wenn er über Verkaufen nachdenkt, wenn er keine Ahnung hat vom Verkaufen oder so mal so 2-3 Jahre ein bisschen rumverkauft hat, dass es darauf ankommt, wenn ich mal einen Kunden bei mir habe, dass ich den abschließen kann. Und da gibt es so diese magische Zahl, du bist ein guter Verkäufer, wenn du von 3 Kunden einen abschließt. Wenn du von 3 einen abschließt, bist du ein guter Verkäufer. Und daran machen die Menschen fest, wer ein guter Verkäufer ist. Das ist unternehmerisch gedacht völliger Blödsinn. Denn jemand wie du, der deine Überzeugungskraft hat, der wird nie 3:1 haben, der wird besser haben. Ja, du sagst mir eben, du hast von 10 schließt du 8 ab. Ja, das ist ein Verhältnis von 5:4. Das heißt, hier müssen wir gar nicht drüber nachdenken, ob du jetzt es tatsächlich nur 5:3 hättest oder sogar 5:5 schaffen würdest. Völlig uninteressant. Da wird deine Firma nicht durch die Decke gehen. Da wird sie ein bisschen besser. Das Entscheidende ist, wie viele sind da vorne? Und das fängt an vor dem Verkaufsgespräch. Und deswegen hast du in Marco und UMC gebucht, China? Ja. Sehr gut. Weil in Marco zeigt dir an verschiedenen Modulen, wie du schwarze Menschen abholst und sie zu grauen Menschen machst. Wie du also Menschen, die keine Ahnung haben, dass sie sich für einen Boden und für Kork interessieren könnten, wie kannst du die zu Interessenten machen? Hier die, das Kritische ist dieser Kreis. Wir denken immer, es ist der, weil ich hier die Kunden draus gewinne, klar, davon leben wir, aber je mehr du hier hast, umso mehr Weiße wirst du haben, ob du 5:3, 5:4 oder 5:5 im Abschlussverhältnis hast. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Dein Verkauf beginnt eben nicht, wenn du hier in diesem Bereich bist. Dein Verkauf beginnt hier. Je mehr Menschen du hier ansprechen kannst, die das spannend finden, sodass sie hier hinkommen, umso mehr Verkaufsgespräche hast du. Weil wenn du jetzt Verkäufer einstellst, da wirst du nämlich feststellen, du hast gar nicht genug Interessenten für diese Verkäufer. Das kannst du alleine machen oder mit einem anderen. Ich rate dir aber, stelle 3 Verkäufer ein. Jetzt seid ihr zu viert. Wie sollen die denn den ganzen Tag arbeiten können? Mit wem sollen die denn reden? Sollen die klingeln gehen? Bringt nichts. Die Empfehlungen sind endlich in der Anzahl. Das kriegst du alleine mit vielleicht einem anderen bewältigt. Wenn du aber skalieren willst, musst du es schaffen, ganz viele Interessenten zu haben. Und dazu haben wir diese Module, in denen du Menschen schaffst anzusprechen, die sich noch gar nicht dafür interessieren. So, ich würde an deiner Stelle, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ja, aber ich spreche jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus. Ich würde an deiner Stelle wahrscheinlich ein Demo-Video machen, was Kork kann. Ich würde einfach mal sagen, wenn du jetzt ein Haus baust oder einen neuen Boden brauchst, was machst du denn da drauf? Also ich, jetzt mal einfach so, wie ich es jetzt aus dem Bauch raus machen würde, kann völliger Quatsch sein, China. Ich bin mir sicher, dass du das viel professioneller durchdenken kannst. Aber ich sage dir trotzdem mal meinen hemdsärmeligen Ansatz. Ich würde sagen, du hast als Wahl eigentlich nur, du nimmst Holz, du nimmst Platten,
Du nimmst Teppich oder du nimmst X. Über X sprechen wir aber noch nicht, weil X ist das Beste. Und wenn ich euch X erklärt habe, werdet ihr das alles nicht mehr wollen. Aber sprechen wir erstmal über die drei. So, jetzt hast du sie alle neugierig gemacht. Okay? Neugierde, am Anfang immer Neugierde. So, jetzt sagst du, was ist der Vorteil von Holz? Ganz ehrlich. Ja, und was ist der Nachteil? Machst du Plus, Minus, muss aber schnell gehen. Du willst ja nicht, dass du über Holz nachdenken. Was ist der Vorteil von Platten? Ja, das hat jetzt den Vorteil, den Holz nicht hat. Das ist robust, aber ist kalt. Bist schon mal barfuß im Winter über Platten gelaufen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Platten sind doof. Viele machen Platten, weil sie X nicht kennen. Aber verstehe ich. Hast du nochmal X reingebracht, okay? So, und dann gibt es noch Teppich. Teppich hat den Nachteil, du lebst einfach in einem Zoo von Milben. Über Teppich können wir jetzt auch nicht lange nachdenken. Es ist so ein bisschen so, wenn du besser gucken könntest, würdest du sehen, du stehst gerade auf 5000 Viechern unter einem Fuß. Also das willst du nicht wirklich. Kann man mal machen, muss man wissen, muss man aber alle 3 Jahre wechseln dann. Ne? Sowas, ein bisschen über... Also du musst das schon seriöser machen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, die haben ja alle drei Vorteile. Das wollen wir ja nicht vergessen. Also bei Platten ist es so, das ist robust. Bei Holz ist es so, das sieht wirklich schön aus, sieht wertig aus, gibt dir ein schönes Gefühl. Bei Teppich ist es so, du siehst ja die Milben nicht, ist es flauschig. Wir müssten also einen Belag haben, der diese drei Vorteile zusammenbringt, der aber außerdem noch billiger ist als Holz, der robuster, der genauso robust ist wie bla 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 bla. Und jetzt zeige ich euch, was das ist. So, und dann musst du einfach ein kleines Filmchen einspielen von Menschen, die glücklich über so eine Oberfläche laufen. Was hast du davon? Und jetzt erzähl denen nicht Kork und fang nicht an mit Features, also mit Bestandteilen, warum Kork so gut ist, sondern sag denen jetzt, pass mal auf. Am besten kann ich es euch beschreiben, indem ihr diese glückliche Familie beobachtet. Und jetzt flitzen sie sich da auf den Boden, die Kinder halb nackt und was weiß ich, also man sieht offensichtlich, dass das warm ist. Und dann kommt einer und hat so ein Glas in der Hand mit Saft. Das muss es natürlich auch funktionieren, das weiß ich nicht. Schüttet das Glas aus und Und die Mutter kommt und sagt, ist doch nicht schlimm, können wir doch wegwischen. Also so ein paar Dinge, dass du die ganzen Vorteile, die du mit deinem Belag hast, in einem kurzen Einspielerfilmchen zeigst. Kostet dich mal 3.000 bis 5.000 Euro, so ein Ding drehen zu lassen, wenn du es nicht selber kannst. Und jetzt kannst du, und das ist das Entscheidende, also wenn der Ansatz blöd ist, findest du einen anderen. Ja, aber ich denke, das könnte ganz gut funktionieren. Und jetzt kannst du Möglichkeiten finden, wo du aus Schwarzen Graue machst. Du kannst das mal einem Architekten erklären, einem Bauherrn erklären, befreundete Handwerker erklären, dass die ein bisschen Werbung machen für dich, dass sie die Leute für dich schicken. Du kannst es verschicken an Kunden, verteilt das doch mal. Ich habe mal ein kleines Filmchen gemacht. Du fängst deinen eigenen Internetkanal, YouTube-Kanal an. Du machst vielleicht ein bisschen Instagram, du fängst klein an und es wächst. Du lernst das zu machen, damit du skalieren kannst. Weil um zu skalieren, brauchst du ganz viele Graue, an die du was verkaufen kannst. So, ich habe mir jetzt da auch ein bisschen mehr Zeit genommen, weil ich finde, das ist so wichtig, dass wir so Beispiele haben, was Unternehmertum bedeutet. Das heißt nicht auf Kunden warten, das heißt Kunden schaffen. Und damit du Kunden schaffst, musst du aus Schwarzen Graue machen. Und da beginnt das Verkaufen. Und da vermischt sich halt Marketing, Unternehmertum und Verkaufen. Das wird eine Masse. Seht ihr, wie schlau das ganze System ist, wenn man es durchdenkt? Und China, bevor dir dein Herzchen in die Hose sinkt, das musst du nicht alleine machen. Da kannst du jemanden einstellen, der dir das 3 Stunden die Woche macht, dein Social Media. Den musst du wieder suchen. Das ist Unternehmertum. Weil bei allen denken wir immer nach, wie kann ich das machen, weil wir so geprägt wurden in der Schule und zu Hause. Nee, du musst das gar nicht machen, du darfst das gar nicht machen. Du musst einer machen, der das kann.